Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge SnowRunner. Ja, ihr seht es wieder rechts oben, was für Mission ansteht. Die LKWs hatte ich hier noch rumstehen von der Mission. Deswegen kann ich gleich mit denen dann zum Ladepunkt fahren. Passt ja recht gut. Prozentmäßig bin ich jetzt schon bei 86. Also ich bin gespannt, ob diese Zeitmissionen dazu zählen oder ob noch irgendwo Nebenmissionen sind, das weiß ich nicht. Aber jetzt machen wir erstmal die hier. Ich hoffe, der Sprit reicht auch für die Strecke hier. Obwohl unterwegs ist noch ein kleiner Scout-Anhänger. Kann ich noch ein bisschen nachtanken dann. Wo muss ich denn lang? Eigentlich geradeaus. Nicht da durch? Nee. Ich glaube, das wird ziemlich knapp im Sprit. Vor allem, ich muss hier fast die gleiche Strecke nochmal runterfahren zum Abladen. Der LKW mit so Schlammreifen, ich glaube, der kann keinen ausrüsten. Dann wäre das echt volles Monster. Hat so viel Kraft. Muss ich denn überhaupt rein? Den Weg hier. Und da ist der Tankanhänger, der kleine. Aber das mache ich im Rückweg, nehme ich noch was mit. Oh, das war ein wenig, hätte ich darüber fahren müssen. Ja, kommt sie. Noch ein Stück, noch ein Stück.
weiß gar nicht, ist es hier oben? Ich glaube, da bin ich schon mal umgefallen. Nicht der Meinung. Na komm. Aber auf dem Rückweg probiere ich es mal. Wenn er dann die Ladung drauf hat, ist es doch ein bisschen schwer. So, viermal. Jetzt vier? Drei. Na gut, ich fahr mal zu der Silberfabrik, das sieht in einem Schnelldurchlauf. Ja, alles ohne Probleme funktioniert. Bin jetzt kurz vor der Abladestelle. Ah, Mist. Shit, das habe ich ja vergessen. Da ist ja so ein Steinrutsch noch. Na ja, gut. Jetzt muss das Stück hier noch hier durch. Ah, da war ich doch schon mal hier und bin scheiße durchgekommen. Weiter. Da kann ich jetzt hier hoch? Ja. Den lassen wir mal da stehen. Jetzt kann ich mit dem hier weiterfahren. Und da muss ich dann hier zu dem Lager. Muss noch reichen, das passt. Wenigstens mal eine entspannte Mission. Also man muss jedenfalls nicht in den eigenen Steinbruch wieder fahren. Aber da habe ich schon gesehen, da muss ich wieder rein. Mit irgendwelchen Riesen Karren oder sowas. Das würde auch noch sowas geben. Gespannt, ob der durch das Wasserloch kommt, unten an der Fabrik. Als er doch ein bisschen tief ist. Aber ich würde es auf jeden Fall riskieren. Ich habe keine Lust, da wieder
außen rumzufahren. Das bin ich ja schon mal und das hat ewig gedauert. Ah. Hinter dem Berg wäre schon die Ladestelle, aber da ist halt nichts zum Durchkommen. Na, lenkt der auch mal, oder? So, einmal tanken, bitte. Danke, bezahlen durch später. Oder auch nie. Kann man da irgendwie durch sich zwingen, ey. Oder die Kisten, die müssen noch theoretisch. Gehen die Kisten kaputt. Jo. Ah ja, kann ich gleich reparieren. Vorne komme ich nicht raus, ne. Doch. So, Fahrzeugteile. Das ist eine schöne Ladung. Die ist nicht so hoch. Da kippt auch nicht so schnell was. Ja, genau. Nein. Oh, nein. Na toll. Komme ich jetzt hier wieder rüber? Ja. Ah. Das wäre es jetzt gewesen hier. Mit samter Ladung runter. Gott sei Dank hat der Anhänger vorher noch Halt gemacht. Schrecksekunde. Halbe Federung ist im Arsch. Ja, es braucht halt doch ein bisschen, wenn man hier zu schnell runterrast und bremst.
Ah, stimmt, da habe ich auch noch den. Ah, was macht denn der? Was rutscht denn der so bescheuert? Meine Güte. Gibt's doch nicht. Hallo. Ladung, bleib stehen. Da habe ich ja noch so einen LKW stehen, da konnte ich den anderen damit, wenn auch langsam, durchs Wasser ziehen. So, nochmal. Machen wir noch ein Licht an. Ich glaube, die Bremsen sind nicht so das Wahre hier von dem Teil. Ich sag, der kommt da nicht durch. Das ist auch wieder zu tief, das Wasser. Langsam. Das ist hier mit dem hohen Gang. Das bringt genauso wenig, der Lastengang. Ansonsten muss ich halt doch mit dem anderen LKW wieder da das durchziehen. Mach ich jetzt glaube ich auch. Welcher war denn das? Ich glaube das Teil, ja. Licht, naja, etwas. Oh, gleicher Stein, genau. Da war nicht mehr so viel Sprit, das Ding. Ah, schönes Motorengeräusch hat er. Hallo. Lenkt denn der so komisch? Er ist jetzt einer der schnellsten hier in dem Wasser, aber ich bin der Meinung, ein bisschen schneller ist er schon. Ja, schubt er den jetzt an? Halt echt. Ja, jetzt macht er Abstand. Ich glaube, dass ich hätte auch ohne den fahren können. Macht jetzt auch keinen Unterschied. Nee. Ja, dann lasse ich ihn da stehen. Mit so einem Fetten, das wird Sinn machen, ja, aber mit dem hier. Nee. Gut, welcher war das wieder? Nö. Der da. Und jetzt gar nicht voran? Echt jetzt? Okay, wieder wechseln. Der ist doch eben gefahren.
reicht noch nicht. Jetzt reicht's. Hier zu dem Stein. Eieiei, ich muss mehr außen fahren, da ist nicht so tief. Mehr innen. Komm, komm. Ja, drück ein bisschen. Wenn ich jetzt wieder switch, dann hängt der sowieso wieder im Loch. Also falls ich nochmal hier die Strecke fahren muss, tue ich mir mal einen von den fetten LKWs hier hin. Sprit reicht noch, komm. Komm, zieh doch. Das reicht. Das ist echt das Todesloch hier, das Wasserloch da oder die Wasserlöcher. Na, was ist? Kommst du jetzt hier auch nicht durch? Doch im Schneckentempo. Das bringt auch nichts mit dem Gang hier. Vorgang bringt auch nichts. Aber was ist denn jetzt? Komm, weiter, weiter, weiter. Das Licht da an dem Anhänger, der ist so tief. Ernsthaft? Na, ich dachte, ich hänge hier. Ja, jetzt hänge ich hier. Oh Mann, ey. Gut, abstellen, hinfahren. Das schwierigste Stück oder die schwierigsten Stücke habe ich ja hinter mir, aber jetzt scheitert es hier an diesen komischen Matschlöchern da. Also geht doch. Eieiei, das schaukelt aber.
So, nochmal wechseln. Halt. Und abladen. Lager ist jetzt verfügbar. Aha. Für was auch immer ich das brauche. Gucken wir mal kurz, was da für Ware gibt. Ah, da gibt es die Minenkarren. Ich glaube, das ist sogar ein Auftrag. Ja, richtig. Von da nach da. Na gut, wie ich die Mission mache, seht ihr, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge von SnowRunner hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt gerne auch noch tun. Ja, ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss.